Moin moin und herzlich willkommen zu Mein Rohr, eure Bearbeitung, Folge 14. Richtig cool, dass wir bei dieser Folge schon gelandet sind. Jetzt gucken wir mal, wie ihr da draußen meine Rohrdatei bearbeitet habt. Ja, ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer und das Konzept hier, mein Rohr, eure Bearbeitung, scheint euch insgesamt zu gefallen. In diesem Monat bzw. diese Folge haben wir ein paar weniger Einsendungen gehabt, offen gestanden, nämlich nur in Anführungszeichen 16 und nur in Anführungszeichen ein Screen Capture. Ich werde mir dafür für die 16 gleich mal richtig Zeit nehmen. Gleichzeitig ist aber meine Frage, woran liegt das? Ich weiß, am ersten Tag, glaube ich, war die RAW-Datei nicht richtig runterladbar, aber das ändert ja nichts daran, dass ich das sofort nachgeliefert habe und die mir gemeldet haben, die auch den Link denjenigen nochmal zur Verfügung gestellt haben. Aber sagt ihr, nee, habe ich keinen Spaß oder Frank, der kleine Vogel war nicht mein Motiv oder woran liegt das, dass ihr nicht ganz so fleißig mitgemacht habt? Schreibt es doch gerne hier in die Kommentare, denn wenn ihr keinen Spaß mehr daran habt, ist es kein Problem, dann machen wir hier wieder was anderes. Ich finde das Format schön interaktiv. Ich finde es mega schön, mit euch da draußen zu kommunizieren, indem ihr mir die RAW-Datei zurückschickt, beziehungsweise die bearbeitete Version der RAW-Datei und mir auch was dazu schreibt. Ich lese alle diese Mails selber und persönlich in diesem Fall und freue mich eben jedes Mal darauf. Es gab eine Zeit, da war es jeden Monat. Im Moment haben wir ganz, ganz viele Videos in der Pipeline, also jedes Mal darauf, wenn eure Dateien hier eintrudeln und ich eure Mails dazu lese. Jetzt schalten wir rüber auf mein MacBook und dann gucken wir mal, was du und die anderen da draußen dieses Mal eingesandt haben. Samira Melzer hat diese Version meines kleinen Vogels eingesandt. Was mir besonders gefällt, Samira, ist neben der Tatsache, dass du dich als Frau daran beteiligt hast, was ich total schön finde, wenn die Damen hier gerade bei den interaktiven Formaten mitmachen, das finde ich immer toll. Ich weiß, ihr lernt in der Regel anders, als viele der Kerle glauben zu lernen. Viele der Kerle glauben, bei YouTube zu lernen, ist das Allerbeste und Allerschönste. Ihr lässt euch auch gerne mal helfen von jemandem vor Ort. Das finde ich total toll. Gleichzeitig finde ich es aber gut, wenn ihr bei diesen interaktiven Formaten hier mitmacht. Denn natürlich ist die Kombination aus Gucken und Machen ideal. So läuft es ja auch normalerweise auf Workshops, zumindest auf meinen. Da wird nicht vorgemacht oder irgendwas, sondern wird getan, dann geguckt, dann getan, dann geguckt. Und so kommt man zu besseren Ergebnissen. So, nachdem ich das jetzt hier vorweggeschickt habe, Samira, gucken wir mal auf deine Bearbeitung. Was mir sehr gut gefällt, ist nicht nur die Aufhellung, die dir gut gelungen ist, sondern auch dieser warme Ton. Dieser warme Ton gefällt mir richtig, richtig gut, weil ich finde, dass er toll zu der Buchfinkenstimmung passt. Ja, also ich finde, der macht das Ganze so ein bisschen, ja nicht lebhafter, aber so ein bisschen vielleicht pastelliger. Du bist ja relativ im Bildschnitt geblieben, wie er auch im Original war, nicht ganz. Du hast gerade unten und rechts so ein bisschen was weggenommen, aber relativ im Format geblieben. Dadurch ist natürlich der Vogel so ein bisschen mehr in die Mitte des Bildes gerückt, was nicht ganz so ideal ist, finde ich. Aber die Bearbeitung gefällt mir sehr, finde ich richtig schön. Hast auch das Rauschen super gut kontrolliert in den Griff bekommen. Sehr schöne Bearbeitung, mit der wir hier heute starten. Dann haben wir hier eine Einsendung, die kommt von Peter Horvath. Und der Peter, ja, der Peter, der hat hier einen ganz anderen Schnitt genommen. Das ist natürlich hier für das Video völlig in Ordnung, Peter, und gefällt mir vom Schnitt her tatsächlich auch einigermaßen. Warum nicht hundertprozentig, sage ich dir gleich noch. Aber als Empfehlung für alle, die hier zugucken und so als Lerneffekt, wenn ihr Fotos macht, so wie mein Originalschnitt ausgesehen hat, dann ist das ganz schön heftig beschnitten, was du da gemacht hast. Das hängt nicht damit zusammen, dass meine Kamera 20 Megapixel hat. Das wäre bei 14 nicht besser. Versucht so viel wie möglich im Sucher zu gestalten. Briefmarken aus Weitwinkelaufnahmen ausschneiden, ergibt einfach keinen richtigen Sinn. So, Helligkeit gefällt mir ganz gut, Farbe gefällt mir ganz gut. Bildschnitt finde ich nicht so hundertprozentig ideal. Warum nicht? Zum einen, das Gespiegelte hilft dem Bild hier nicht so richtig. Ich glaube sogar, dass wenn du es nicht gespiegelt hättest, auch dieser Schnitt besser wäre, weil wir mehr sozusagen mit dem Vogel aus dem Bild rausgucken würden. Aber was mir am wenigsten gefällt, ist die Tatsache, dass natürlich aufgrund dieser starken Vergrößerung, weil du es so rausgekroppt hast, der Schnabel außerhalb der Schärfenebene sitzt. Das tut er im Original auch, schon klar. Aber wenn man das verkleinert auf hier Videogröße, nämlich Full HD,
dann sieht das trotzdem scharf aus. Hier ist ganz eindeutig zu erkennen, dass der Schnabel unscharf ist. Und das finde ich tatsächlich ziemlich schade. Stefan Korda hat auch eine Version eingesandt. Und der Stefan, der hat hier ein Composing draus gemacht. Er hat mir geschrieben, vielen Dank erstmal für deine Einsendung, Stefan, aber du hast mir sowas Ähnliches geschrieben, wie du hoffst, dass hinten nichts Unanständiges steht. Ich glaube nicht, weil es sieht mir so ein bisschen so aus, als sei es aus irgendeinem katholischen Haus. Und auch da stehen unanständige Sachen manchmal an der Wand, aber in aller Regel sind die in den letzten Jahrhunderten längst weggenommen worden und was anderes ist hingehangen worden. Insofern, das ist eher unwahrscheinlich, dass es was Unanständiges ist. Ich finde die Idee auch ganz gut. So nach dem Motto, die Spatzen pfeifen uns von den Dächern. Ja, und ich weiß, das ist kein Spatz. Und ich weiß, ja, das ist auch kein Dach. Trotzdem, so ein bisschen stützt das die Aussage, finde ich. Was ich nicht so richtig gelungen finde, ist, wie die Kralle des Vogels dort an der Bank, ich nehme an, das ist eine Bank, angebracht ist. Das hätte man ein bisschen mehr miteinander verschmelzen lassen können, damit das nicht so unnatürlich aussieht. Ich glaube auch, dass er sich so gar nicht so richtig gut erhalten könnte, aber das ist eher sozusagen was Anatomisches. Und er sieht ein kleines bisschen sehr scharfkantig aus aufgrund der Freistellung, weil du sehr wahrscheinlich mit einem sehr engen Radius freigestellt hast. Hätte man die Kante ein bisschen weicher machen können auf ein paar Pixel, so dass es nicht ganz so messerscharf wie ausgeschnitten und draufgeklebt aussieht. Sonst finde ich es eine tolle Idee. Du hast die Mühe gegeben. Du hast hoffentlich beim Bearbeiten was gelernt. Das ist ja fast wichtiger als die Tatsache, dass du es zurückgeschickt hast. Wenn du selber was dabei gelernt hast, freut mich das super. Und vielleicht kannst du mit meinen Hinweisen auch was anfangen und das nochmal ein bisschen nachregulieren. Denn es kommt so ein bisschen auch hinzu, dass die Lichtrichtung ein bisschen unterschiedlich ist. Wenn ich noch länger drauf gucke, Stefan, finde ich noch 20 Sachen, weißt du ja. Aber die Lichtrichtung ist auf der Bank eine andere als auf dem Vogel und das sieht man dem Bild auch an. Und man sieht dem Bild das auch deswegen an, weil die Brennweite nicht dieselbe ist. Wenn ihr ein Composings macht, dann hilft es immer, wenn die Brennweite von den beiden Bildern oder wenn es mehr Bilder sind, auch von den mehreren Bildern einigermaßen übereinstimmt. Von Jörg Junghans kommt diese Variante. Der Jörg, der hat ein sehr schönes Quadrat daraus geschnitten. Er hat das auch sehr stark, würde ich jetzt mal sagen, aufgehellt. Also bestimmt eine Blende höher gezogen. Ich finde das quadratische Format tatsächlich ganz gut. Hätte ich gar nicht gedacht, wenn ich mir meine Ausgangsmaterial selber angucke, ja, dass man daraus ein gutes quadratisches Format machen kann. Aber das ist geeignet, finde ich. Und ich finde den Bildschnitt auch okay. Ich finde auch hier, durch die nachträgliche Beschneidung rückt natürlich der Vogel sehr in das Zentrum des Bildes, was jetzt nicht meine Idealvorstellung ist. Aber Farben, Belichtung und so weiter, schön, quadratisches Format, auch ganz okay. Von Burkhard Achtergarde haben wir diese Variante. Und der Burkhard, der hat es noch ein bisschen mutiger, noch ein bisschen weiter nach unten gesetzt, den Vogel, im Bildausschnitt. Ja, Burkhard, das finde ich jetzt gar nicht übel. Also ich finde das Diagonale unten aus der Ecke rauskommende ganz gut und dass er quasi nur das untere rechte Bildviertel füllt, finde ich auch ganz geeignet. Das finde ich einen wirklich ganz guten Bildschnitt. Du hättest vielleicht das Rauschen noch ein bisschen in den Griff kriegen können, weil du hast eigentlich an den Helligkeiten relativ wenig gezogen, eher an der Farbtemperatur und an den Farben das Ganze ein bisschen brauner gemacht im Hintergrund. Aber das Rauschen tritt doch relativ heftig zutage. Das hättest du sicherlich noch ein bisschen mit Entrauschen in deinem Raukonverter weiter beheben können. Aber es ist eine sehr kreative Idee für einen Bildschnitt. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, nicht. Das wäre nicht meine. Du hast ja auch irgendwie den Hintergrund erweitert. Das sieht man übrigens auch an den Stellen, wo es nicht ganz so stark kriselig ist. Aber das wäre nicht mein Bildschnitt. Ich hätte halt nicht so massiv ausgeschnitten, aber es gefällt mir, wenn es so jetzt fotografiert wäre, vom Bildschnitt recht gut. Per Schwarz hat uns diese Variante hier eingesandt. Da sind wir ziemlich, glaube ich, oder sogar ganz genau im Originalformat. Ich vergleiche das hier mal schnell kreuz und quer. Auch bei dir ist es deutlich heller gemacht, in den Tönen ein bisschen wärmer, da habe ich schon eine ganze Menge zu gesagt. Gelungene Bearbeitung, würde ich sagen. Auch bei dir ist ein bisschen Rauschen so im Hintergrund, da wo das eigentlich die schöne Unschärfe sitzt, noch zu sehen. Auch du könntest vielleicht noch ein kleines bisschen entrauschen in Lightroom. Ich glaube, ich habe schon mal ein Tutorial dazu versprochen. Das ist nicht gedreht, aber das steht auf meiner Agenda und das wird es demnächst mal geben, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie kriegt ihr so leichtes Helligkeitsrauschen aus den Bildern rausgearbeitet. Heike Appel, vielen Dank für deine Einsendung, Heike,
hat das Ganze ganz anders gemacht. Heike hat es nämlich eher ein bisschen dunkler gemacht und zwar überwiegend über den Kontrastregler, nehme ich an. Denn es sieht mir so ein bisschen so aus, als sei hell heller geworden und dunkel dunkler. Das ist üblicherweise das, was man am Kontrast macht. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Ganze ja eine ganz andere Lichtstimmung bekommt als im Original. Im Original ist es ja eher schon so ein seichtes, sanftes, schattiges, diffuses Licht. Und durch diese Kontrastanhebung, Heike, hast du dafür gesorgt, dass es eher so aussieht, als würde so ein kleines bisschen Licht auf den Schnabel des Vogels fallen und auch so ein bisschen auf das helle Gefieder hier. Gleichzeitig aber die Umgebung sehr im Schatten liegen. Gute Variante, nicht meine bevorzugte Bearbeitungsmethode am Kontrast was machen, also zumindest nicht den Kontrast verstärken in aller Regel bei so einem Foto. Aber ich finde, wenn ich mir das hier so angucke, ist tatsächlich ja gelungen. Das kann ich nicht anders sagen. Von Andreas Hocke haben wir diese Variante. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der Andreas scheint noch so ein bisschen mit Weichzeichnung gearbeitet zu haben, wenn ich da so hingucke. Ja, so ein ganz kleines bisschen höchstwahrscheinlich, mit so ein bisschen mit einem Pinsel noch weich gezeichnet. Das ist ganz schön gelb, Andreas. Der Vogel sitzt sehr gut da, sehr schön im Zentrum. 16:9 auch geeignet, fast genauso gut wie das Quadrat geeignet. Besser auf alle Fälle, als ich dachte. Kralle unten, also Fuß angeschnitten, nicht ganz so optimal. Der Klee, der da unten reinguckt, den finde ich hier in deinem Bild gut, auch wie er so bearbeitet ist. Aber es ist mir insgesamt, mir persönlich auf meinem Monitor ein kleines bisschen zu gelb. Das hätte man vielleicht nicht ganz so stark übertreiben müssen. Trotzdem eine gute Variante. Diese Einsendung hier ist von Steffen Möckel. Und der Steffen, der hat es auch eher ein bisschen düsterer bearbeitet, aber eben nur für den Hintergrund. Und dafür hat er den Vogel selber sehr stark aufgehellt. Das heißt, der Steffen, der wird auch ein kleines bisschen Freistellarbeit geleistet haben, also beim Maskieren. Und hat dafür gesorgt, dass auch hier die Stimmung ganz anders aussieht, aber das eben nicht nur über den Kontrastregler, sondern hier tatsächlich über unterschiedliche Bearbeitungen von Vorder- und Hintergrund, beziehungsweise vom Motiv und der Umgebung. Und das ist wirklich richtig cool. Also das ist ja im Prinzip die Ausgangssituation vom Bildschnitt her. Du hast dann noch vorne unten rechts so ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen da so ein Grashalm weggemacht und so ein bisschen Grünzeug wegretuschiert. Das ist völlig in Ordnung, das hätte ich vielleicht auch getan. Wenn du schon dabei warst, hätte ich vielleicht noch das Kleeblatt, was unten links ist, das helle eine, noch ein bisschen weggenommen. Aber insgesamt, finde ich, hat es eine ganz andere Lichtstimmung und die gefällt mir richtig, richtig gut. Vielleicht bis jetzt so die schönste Einsendung. Von Horst Dunkhorst haben wir diese Einsendung hier. Etwas beschnitten, also etwas enger geschnitten. Auch Horst, du hast aufgrund, höchstwahrscheinlich hast du überwiegend den Belichtungsregler benutzt und den einfach mal eine Blende, anderthalb Blenden hochgezogen. Dadurch tritt natürlich dann das ISO-Rauschen, was schon da war. Es war nicht übertrieben doll, aber es war halt schon da, natürlich mehr zutage. Und wenn man dann so ein bisschen an der Schärfe noch dreht und versucht, ein bisschen nachzuschärfen oder irgend sowas und das nicht sauber ausmaskiert, dann passiert genau das, was wir sehen. Wir haben eine relativ grisselige Umgebung um den Vogel. Der ist natürlich jetzt besser belichtet, also besser im Hinblick auf eher, wie er vielleicht belichtet gehört hätte, wenn es nicht im dunklen Wald gewesen wäre. Aber ja, trotzdem finde ich, dass das ISO-Rauschen, was bei dir hier sehr stark zu Trage tritt, auf alle Fälle reduziert gehört hätte. Roland Reiske hat uns das hier zurückgeschickt. Ja, Roland, das ist sehr kreativ, so insgesamt. Was der Vogel dort im Schnabel hält, kann ich nicht erkennen, ob das der Mond ist und der ist schon aufgrund der Beißkraft des Vogels so platt gedrückt oder was genau das ist, kann ich nicht mal deuten, leider. Tut mir leid. Kreativ ist es auf alle Fälle. Wenn du dabei was gelernt hast und dir das Spaß gemacht hat, dann finde ich das total toll. Es ist gar nicht mein Bearbeitungsstil. Das heißt aber überhaupt nichts. Also lasst euch nicht davon abbringen, weil unter uns, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass ihr was tut, eine Aufgabe habt und euch mit der beschäftigt. Insofern finde ich, das ist nicht meine Bearbeitungsmethode, aber es hat ja so einen malerischen Look. Das finde ich ganz gut. Ich hätte eben genau auf das im Schnabel verzichtet, weil das leuchtet in so einer völlig anderen Farbe, als die sonst irgendwo im Bild vorkommt. Und deswegen kann ich es höchstwahrscheinlich auch nicht deuten. Ich nehme an, das soll ein Kern oder irgendwas sein, schon klar. Oder ein Korn. Aber das ist eben so ehrlicherweise nicht vernünftig für mich zu erkennen. Kreative Idee ist auf alle Fälle. Dann haben wir Franz Koller.
der Franz, der hat den Bildschnitt original gelassen, wenn ich immer so kreuz und quer rüber gucke, ja, und hat es sehr dezent bearbeitet. Das heißt, wir haben überwiegend ein bisschen mehr Farbe bekommen, also so ein ganz kleines bisschen mehr, vielleicht in der Dynamik gedreht, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist relativ im Original gehalten. Eine sehr dezente Bildoptimierung, würde ich mal sagen. So, wie es vielleicht auch bei einem gut belichteten Foto tatsächlich okay gewesen wäre. Damit hätte man höchstwahrscheinlich als Material, wenn ihr jetzt nicht die vielen anderen Ergebnisse gesehen hättet, ganz gut leben können. Dann haben wir von Simone Birchmeier diese Variante. Simone, das ist leider sehr klein. Das hängt damit zusammen, dass dein Bild so klein angekommen ist. Ich wollte es trotzdem hier mit reinnehmen, weil ich erstens eine sehr schöne Version von den Farben hier finde und zweitens bei diesem Format ungern was lösche. Als Hinweis an alle, viele Mailprogramme, die ihr so benutzt, egal ob das welche sind, die browserbasiert sind wie web.de, gmx und Co. oder ob ihr ein Mailprogramm benutzt, das ein Mail-Client ist, der auf eurem Rechner läuft, verkleinert Bildanhänge. Warum ist das so? Das hängt damit zusammen, weil wir viele der Bilder nur sehr klein brauchen und auf Mobile-Devices angucken und so weiter. Dafür ist es völlig in Ordnung. Ihr könnt aber an fast allen Webprogrammen und Webclients angeben, dass ihr das Bild in Originalgröße senden wollt. Dann kommt es nicht so als Briefmarke hier angeflogen, dann kann ich es ordentlich selber verkleinern. Noch schöner ist es, ihr habt es auf Full-HD-Format verkleinert, also 1920 in der Breite oder 1080 in der Höhe. Sonst kann ich es mir zur Not selber verkleinern. Es ist schade, wenn die hier so klein reingepappt sind. Licht sehr schön, insgesamt hier aufgehellt. Ich sehe auch hier Rauschen, was dadurch zutage tritt, was man hätte beseitigen können noch ein bisschen. Aber ich finde, deine Aufhellmethode ist trotzdem eine gute, weil das Ganze so eine schöne warme Farbe bekommen hat und gleichzeitig sehr schön nach Sonnenschein aussieht, was es ja überhaupt nicht war. Henning Paust hat uns diese Variante zurückgeschickt und diese Variante ist kleiner Beschnitt. Hier gefällt mir nicht der Anschnitt. Unten fand ich gerade gut, dass ein bisschen Platz unter der Kralle war. Das hast du hier abgeschnitten, das heißt, die Kralle ist auch unten angeschnitten. Das ist nicht ganz so schön. Ansonsten aber eine gute Aufhellung, ganz gute Farben, relativ dezent gehalten, gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. Felix Bendler hat diese Variante zurückgeschickt, die ist sehr, wie soll ich das jetzt nennen, sehr hell, fast so ein bisschen übertrieben hell, möchte ich fast sagen. Und sie ist in den Farben ein bisschen angeglichen. Der Felix, der hat euch auch zwei Screen, wie heißen die hier, es sind keine Screen Captures, sondern zwei Bildschirmmitschnitte geschickt und zwar von quasi Bildschirm abfotografiert. Ey, sag mal, meinst du, ich komme jetzt gerade drauf, wie es heißt, Print Screen gemacht und zwar mit seinen Lightroom-Einstellungen und auch mit seinen ColorFX Pro-Einstellungen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, um nachzuvollziehen, wie das Bild bearbeitet wurde. Mir gefällt es ganz gut. Ich finde nur, dass die hellen Bereiche so ein ganz kleines bisschen übertrieben zu hell geworden sind. Da hätte ich mir ein bisschen weniger gewünscht. Manchmal ist tatsächlich weniger mehr und das wäre hier meiner Meinung nach der Fall gewesen. Das ist ein kleines bisschen arg hell gemacht. Diese Variante hier ist von Marco Böhm und die unterscheidet sich, ihr habt es vielleicht nicht mal gemerkt beim Umschalten, nur relativ wenig in der Helligkeit von dem Bild, was uns der Felix zurückgesandt hat, also dem vorherigen. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar feine Unterschiede. Das von dem Felix ist eher so ein bisschen dunkle in den Ecken und so ein bisschen mit Vignette versehen. Und dieses hier ist überwiegend aufgehellt. Das ist auch ein bisschen heftig nachgeschärft. Aber hier sehr schön nur auf dem Vogel und nicht auf der Umgebung. Dadurch haben wir einen schönen, smoothen Eindruck drumherum. Es wirkt schön pastellig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich müsste dich anlügen. Es gefällt mir tatsächlich insgesamt ganz gut. Ja, ich würde sagen, das war ja schon mal ganz großes Kino, was hier die 16 Einreicher abgeliefert haben an völlig unterschiedlichen Bearbeitungen. Manche sehr ähnlich, manche ganz unterschiedlich. Das ist ja total das Spannende daran, auch für mich, ich würde es ganz ehrlich sagen, dass wir so unterschiedliche Versionen bekommen. Jetzt haben wir, wie gesagt, auch einen Bildschirmmitschnitt. Der Bildschirmmitschnitt ist wie immer, es ist Verlass auf dich, von Werner Stolzmann. Werner, vielen Dank. Ich glaube, es gibt keine der 14 Folgen, wo du keinen Screen Capture geliefert hast. Und das finde ich wirklich
lobenswert, erwähnenswert, Daumen nach oben. Finde ich mega, dass du dich jeden Monat beteiligst oder jedes Mal. Und ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass viele andere von euch das auch tun. Das ist ganz einfach. Ihr schneidet das zum Beispiel am Mac mit dem QuickTime-Player über neue Bildschirmaufnahme mit. Oder ihr sucht euch ein entsprechendes Windows-Tool. Gab es hier auch schon mal Empfehlungen unter den MREB-Folgen. Und schneidet damit euren Bildschirm auf dem Windows-PC mit und schickt das Ganze. Jetzt gucken wir mal, was der Werner diesen Monat bearbeitet hat. Hallo Frank, ich fange im Rohkonverter an und werde zuerst mal ein bisschen in den Grundeinstellungen die Tiefen etwas anheben. Weiß vielleicht noch ein bisschen, die Schwarz schneiden und die Klarheit. Dann werde ich mal sehen, ob ich die Farben noch ein bisschen verstärken kann. Das Orange, das Blau. Jo. Und dann gebe ich das Ganze an Photoshop weiter. Das kann einen kleinen Moment dauern, weil der Rechner nicht mehr so... Oh doch, er ist schon da. Hurra. Jo, dann machen wir als erstes mal eine Kopie. Und dann werde ich das Bild ein bisschen kleiner machen, damit ich mit dem Freistellwerkzeug das Ganze hier ein Stück weiter rausziehen kann. Ob ich das alles brauche hier hinten, weiß ich noch nicht, aber das werde ich sehen. Dann nehme ich dies mit M, dieses Rechteck Auswahlwerkzeug und werde mir hier eine Auswahl machen von dem hinteren Schwanzteil. Dann mit Command T transformieren und dann ziehe ich mir das hier mal so ein Stück raus. Ich weiß nicht, ob das am Ende so in der Natur aussieht bei dem Vogel, aber ich lasse es erstmal so. Und werde das Ganze hier versuchen, ein bisschen abzurunden mit dem Kopierstempel. Und ja, fange ich einfach mal hier an. So. Und werde versuchen, dich ein bisschen weiter weg, damit ich nicht gleich wieder alles drüber stemple. So. Und dann will ich mal sehen, dass ich das auch ein bisschen spitzer hier. Oh, Entschuldigung, das war jetzt falsch. Command Z. Ich will ja hier was. Oder das noch ein bisschen spitzer kriegen. So. Dann lasse ich erstmal so. Und dann werde ich diesen Bereich hier versuchen abzurunden. Erstmal so grob. Ich weiß nicht, wie der Schwanz aussieht bei dem Vogel. Der spitz oder rund ist. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich denke, wie es sein könnte. So, und dann hier unten. Auch ein bisschen kürzer, denke ich. Mal wie das Mittelstück vom Schwanz. Dann lasse ich zurückbleiben, sonst habe ich hier gleich wieder weiß. Ich schneide zwar hier sowieso noch ein Stück ab. Dann versuche ich das hier vielleicht ein Stück weiter rauszuziehen. Das war jetzt nicht so gut. So. Und den Mittelteil noch ein bisschen. So. Und dann. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich das hier vielleicht auch noch ein Stück rausziehen. Und den noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, werden wir das
Vollstellwerkzeug nochmal nehmen und wieder vernünftigen Abschluss hier hinten machen. So, halt, hier habe ich noch was vergessen. Und zwar am Schnabel, dieses, was weiß ich, was das ist, Erde oder was, das mal noch wegstempeln. Dann sieht das alles ein bisschen sauber aus. So. Ja. Und ich würde sagen, jetzt sieht das wenigstens hinten auch aus, dass es ein bisschen vernünftigen Abschluss gibt. Und ansonsten wisst ihr jetzt nicht, was ich hier noch verändern sollte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die anderen Teilnehmer sich einfallen lassen. Also bei mir war es das erstmal. Ich wünsche allen viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, der Werner, der soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Das heißt, wie immer, auch Werners Foto wird hier besprochen anschließend. Werner, du hast es auch sehr dezent gehalten. Du hast relativ viel tatsächlich an dem Bild gemacht und auch so ein bisschen aufgeräumt und so ein bisschen geguckt, dass das alles so ein bisschen in Ordnung kommt und vielleicht auch so ein bisschen mehr im Flow ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Dennoch ist insgesamt die Bearbeitung ja eher so ein bisschen dezent, was Farben und Lichter anbetrifft. Das finde ich wirklich sehr schön. Ich mag oft das sehr Bunte und so weiter, aber bei diesem Foto, was ja in einem schattigen Wald, wie schon mal gesagt, entstanden ist, finde ich, dass ganz übertriebene Bearbeitung in den Helligkeiten vielleicht das Foto nicht unbedingt besser machen, vielleicht auch nicht schlechter, aber es ist hier kein echter Gewinn. Ich mag den Look insgesamt und ich finde deine Bearbeitung, die im Endergebnis dezent ausfällt, obwohl du insgesamt viel gemacht hast, wirklich auch recht gelungen. Ja, Werner, auch deine Version hat mir gefallen. Vielen Dank für deine Einsendung. Jetzt ist es wieder soweit, die Folge ist schon vorbei. Ich hätte diesen Monat beinahe noch eine eigene Bearbeitung nachgeschoben. Ich bin ein kleines bisschen im Stress, weil ich auf dem Sprung nach Georgien bin und für die nächsten ungefähr 8 Wochen Videos vorproduzieren musste. Also insgesamt 16 Videos, die vorproduziert sind. Und deswegen gibt es das diesmal nicht, aber ich verspreche schon mal, bei einer der nächsten Folgen werde ich mal wieder eine Bearbeitung von mir mit dazu tun. Und außerdem gibt es demnächst was, das habt ihr ganz lange nicht gesehen. Ihr werdet überrascht sein, was ich auch wieder aus der Kiste ausgegraben habe. Ja, jetzt wollen wir gucken, welches Bild gibt es diesmal zum Bearbeiten. Das ist das eingeblendete Foto jetzt hier. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mitmachen würdet, wenn du da draußen sagst, ja, da habe ich Bock drauf, das mit Lightroom, Photoshop, Camera Raw, irgendeinem anderen RAW-Converter, etwas Exotischem auf Linux und so weiter, Darktable oder Capture One oder was auch immer ihr da draußen benutzt, zu bearbeiten. Dann macht das doch super gern und schickt dein Ergebnis zurück an mreb@ff-fotoschule.de. Das ist mreb, wie mein RAW, eure Bearbeitung, @ff-fotoschule.de. Da gehen die Dateien hin, ich sammle die und wer einen Screen Capture aufnimmt, gerne per WeTransfer, Google Drive oder ich weiß nicht, was es alles so an Diensten gibt, Dropbox-Link und so weiter, schickt mir gerne eure Screen Captures, die lade ich mir dann auch runter und schneide sie in das nächste Video. Wann ist der Einsendeschluss fürs nächste Mal? Der ist tatsächlich erst Ende Oktober, denn ich bin, ich habe es eben schon mal angedeutet, jetzt erst in Georgien, dann in Hongkong, dann kurz da, ach nee, dann kommt Fotokina, dann kurz da, dann 2 Wochen in der Toskana. Und dann geht es im November nach Mallorca für 2,5 Wochen. Und bevor ich da hinfliege, produziere ich hier die neue Folge, wenn alles glatt läuft. Insofern 30. Oktober, Einsendeschluss für MREB Folge 15. Ich freue mich super auf deine Einsendung. Mach es gut, hab eine gute Zeit mit meinem Bild. Genieß den Spätsommer und Frühherbst. Und dann sehen wir uns in ein paar Wochen mit diesem Format hier wieder, wenn du magst. Ciao, ciao.